There's a treasure, it's on a far-off mystery island, and an old map waiting to be found. It's in pieces, you've got to put them all together. If you do it, to adventure you are bound. A trustful captain and all his brave crew, with great courage will take you there. But a challenge right now will face you. Someone else will take up the pair. A great adventure is waiting for you. An unexplored island, a sea so blue. You'll make new friends, some really good mates, ready to sail up with you. Monsters and pirates. With this old map, you will explore mysterious places. Funny monsters in caverns you will see. If you're clever, you'll find many, many traces of hidden treasures there for you and me. So let's all have a good time together. Pirates want to have fun today, sailing off in all kinds of weather. Friends forever will win the day. A great adventure is waiting for you. An unexplored island, a sea so blue. You'll make new friends, some really good mates, ready to sail up with you. Monsters and pirates. So, das wär's. Ha, nun sagt schon, wir sind doch super, hab ich recht? Und die schnellsten noch dazu. Yeah. Meine! Blöde Augenklappe. Wie soll man denn mit einem Auge richtig fangen können? Es ist nicht die Augenklappe allein, die den Piraten macht, Chill. Donny und Miri sehen nicht aus wie zwei wilde Freibeuterinnen. Und trotzdem sind sie die talentiertesten Schüler. Sie haben das Zeug zum Piraten. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ihr werdet jetzt bald voll ausgebildete Piraten sein. Als ihr das erste Mal die Blackbeard Akademie betreten habt, glaubt mir, da hätte ich keinen roten Heller auf euch gesetzt. Auf mich etwa auch nicht, Herr Professor? Oh doch, Alisea, auf dich habe ich gesetzt und gewonnen. Weißt du, viele haben geglaubt, dass du nicht lang durchhältst. Nach 5 harten Jahren Ausbildung an dieser Schule seid ihr nun reif für die Herausforderungen der Rauen See. Und morgen werdet ihr das unter Beweis stellen, denn morgen ist der Tag eures Diploms. Euer Lehrer für Entertechniken hat euch ja hochgelobt. Und ich vertraue Professor Montego. Aber die Piratenhauptregel lautet immer noch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In diesen beiden Umschlägen befindet sich jeweils eine Schatzkarte, die euch zum Nebelschwaden-Atoll führen wird, falls ihr die Felsbarriere überwindet. Es ist ein gefährliches Unterfangen. Viele Gefahren und Hindernisse gilt es zu meistern, aber am Ende wartet eine Belohnung auf euch. Ihr erhaltet euer Diplom und werdet mit einem stattlichen Schatz zurückkehren. Dann steht eurer Karriere als Piraten nichts mehr im Wege. Doch nur eine Mannschaft wird gewinnen. Die Verlierer können es nächstes Jahr wieder versuchen oder sich damit abfinden, dass man seinen Lebensunterhalt auch durch andere Tätigkeiten bestreiten kann. Für die Delfininsel, Kapitän, angetreten. Ja, Professor. Hast du eine Mannschaft? Jawohl, Professor. Und sie ist mir treu ergeben. Und dein Schiff? Mein Schiff ist die Aurora. Ein Geschenk meines Großvaters, Kapitän Triton. Zu Befehl, Kapitän Flynn! Das ist Pablo, unser Bootsmann. Und nun für die Monsterinsel. Der Kapitän soll vortreten. Zu Ihren Diensten, Professor. Aha, du bist die Tochter des Kapitäns Wind und Wetter. Bist du auch sicher, dass du weißt, worauf du dich da eingelassen hast? Von diesem Augenblick habe ich schon mein ganzes Leben geträumt. Und ich bin auch nicht allein. Das ist Thomas, das sind Zorion und Rolfo und das ist mein Schiff,
die Eldorado. Sehr gut. Wenn ihr den Kanonenschuss hört, könnt ihr die Anker lichten. Und diese Umschläge dürft ihr erst öffnen, wenn ihr an Bord seid. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Auf geht's! Da kommt ja unser Schulkoch. Was will der denn von uns? Frikadelle, willst du uns Lebwohl sagen? Ich möchte euch alles Gute wünschen und hier ist eine kleine Wegzehrung für euch. Heringsfrikadellen, das ist meine Spezialität. danke, Frikadelle. Nur jetzt müssen wir wirklich los. Mach's gut. Jetzt seid ihr dran, Leute. Zeigen wir, was wir drauf haben. Hier, die sind von Frikadelle. Alle Mann auf ihre Posten. Hier, fauler Fisch für die Jungs. Oh, da kriege ich Hunger. Ja, das stinkt. Ja. Was ist los? Hey, der Anker klemmt wohl irgendwie. Jetzt haben sie es geschafft. Bis zum nächsten Streich. Es gibt kein nächstes Mal, Thomas. Ich werde die von der Delfininsel besiegen, weil ich besser bin als sie. Und ich brauche auch nicht zu schummeln. Die Besten halten sich immer an die Spielregeln. Nun werfen wir mal einen Blick auf die Schatzkarte. Meine Herrschaften, das hier ist das Nebelschwaden-Atoll. Alles in Ordnung, Flynn? Meine Kleider sind nass, aber sonst ist noch alles dran. Oh, heiliger Strohsack, die Karte. Oh nein, hoffentlich ist die Tinte nicht zerflossen. Das ist ja alles aufgeweicht. Aber wo ist denn die Karte? Da kann nie eine drin gewesen sein, Pablo. Das ist bestimmt schon wieder so ein fieser Streich von der Eldorado-Mannschaft. Setz die Segel! Ich kann es nicht erwarten, diese Betrüger einzuholen. Ich werde sie in Scheibchen schneiden, zu Kleinholz hacken und mit den Füßen nach oben am höchsten Masten aufhängen. Den erteile ich eine Lektion, die sie erlebt hat, nicht mehr vergessen werden. Ganz genau. Flynn, wir müssen etwas unternehmen. Die Eldorado hat schon viel zu viel Vorsprung. Der Wind ist zwar günstig, aber der Vorsprung ist einfach zu groß. Ich habe da eine Idee. Ich weiß jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Übernimm du das Ruder. Pablo, gib mir ein paar von deinen Salzheringen und komm mit. Wenn du Hunger hast, mache ich dir lieber ein belegtes Brötchen. Die sind nicht für mich, sondern für unsere Freunde, die Delfine. Die sind ausgesprochen intelligent und werden sich bestimmt gerne kenntlich zeigen. Wir brauchen eure Hilfe, Freunde. Meine Kameraden und ich kommen von der Delfineninsel. Ganz recht. Wir sind sozusagen Nachbarn. Wir müssen das Schiff da erreichen. Unser Schiff ist zwar schnell, aber nicht schnell genug. Könntet ihr uns vielleicht eine Hand, eine Flosse leihen? Wusste ich's doch. Vielen Dank, Freunde. Schnappt euch das Tau und gebt Gas. Funktioniert! Volle Kraft voraus! Wir sind die Stärksten! Wir sind die Besten! Wir sind hier! Hör mal, Schill, für ein Mittagsschläfchen ist die Zeit jetzt sehr ungünstig. Wir holen tatsächlich auf! Das haut mich glatt von den Planken. Ich fass es nicht. Gib her! Lass mal sehen! Oh! Oh, die Aurora! Die kriegen uns nicht! Bringt die Kanonen in Gefechtsstellung! Die Kanonen? Du wirst Aliseas Schiff doch nicht versenken wollen! Natürlich nicht. Ich möchte nur ein kleines Festmahl für die Quallen veranstalten. Delfine zu füttern, das kann ich ja verstehen, aber Quallen? In dieser Gegend gibt es viele davon und ich wette, dass sie sich sehr über Frikadelles Wegzehrung freuen. Sie greifen uns an! Alle Mann in Deckung! Keine Bange, die können doch nicht zielen. Schaut gar nicht auf die Entfernung. Lecker. Heringsfrikadellen. Dafür würde ich sogar meinen Schwanz verkaufen. Du hast ja den gleichen Geschmack wie diese Wackelpuddings mit Tentakeln. Tausende von Quallen. Jetzt stecken wir fest. Thorion, Rolfo, kommt mit. Wir müssen die Dinger loswerden.
Das sollten sie bleiben lassen. Jedes Kind weiß doch, wie teuflisch Quallen brennen. Nur diese Idioten wissen es wohl nicht. Zum Glück können uns die von der Aurora jetzt nicht sehen. Die würden sich über uns kaputt lachen. Pech gehabt, wir können euch sehen. Blöd gelaufen, was? Ist wirklich zum Lachen. Wie habt ihr es bloß geschafft, hierher zu kommen? Das gibt's doch nicht. Dumme Frage. Erst mit dem Schiff und dann sind wir zu Fuß gegangen. Entert das Schiff! Yeah. Such die Karte, Miri und Schill! Hallo, ich bin den noch mal, der hört noch nicht. Oh! Ja! Na, sind wir euch zu nahe getreten? Hey, das war mein bestes Schwert. Jetzt kannst du aber was erleben. Aber er hat ihn hier nicht aufgewischt. Die Karte. Pablo, fang! Eine Marke. Das war kein schlechter Wurf, Donny. Wage es ja nicht, das ist meine Karte. Du dressierter Affe, klaust sie mir nicht. Was heißt hier dressierter Affe? Ich bin ein Gorilla. Endstation, Karte her. Vielleicht bin ich nicht der beste Seemann, aber als Pilot bin ich unschlagbar. Jetzt ist der Spaß endgültig vorbei. Hände hoch und Karte her. Schon gut, schon gut. Die Karte, wir haben die Karte. Die Feiglinge von der Delfininsel, da laufen sie weg, diese Angsthasen. Die haben sie ja ganz schön eilig, ne? Zu eilig, da stimmt was nicht. Mach dir keine Sorgen, Alisea. Wir haben die Karte, jetzt müssen wir nur... Frischen Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln 3 Minuten lang auf kleiner Flamme dünsten. Deine Karte entpuppt sich als Rezeptesammlung für Pastasoßen. Das sind doch hinterlistige Betrüger, Ganoven-Piraten. Ja, genau, das sind sie. Und deshalb schnappen wir sie uns. Aber dazu müssen wir erstmal diese widerlichen Quallen loswerden. Sagt mir Bescheid, wenn ihr das erledigt habt. Zum Glück habe ich eine Kopie von der Karte gemacht. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. There's a treasure, it's on a far-off mystery island. And an old map was waiting to be found. It's in pieces, you've got to put them all together. If you do it, to adventure you are bound. A trustful captain and all his brave crew with great courage will take you there. But a challenge right now will face you. Someone else will take up the hair. A great adventure is waiting for you. An unexplored island.